leasingmarkt.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV. Hier ist der Schlüssel zu meinem heutigen Testwagen. Das ist der niegelnagelneue 2020 Opel Zafira E Live. Der Opel Zafira E, wie das E schon sagt, Live, ist ein batterieelektrischer Van. Ich hätte drei Mitbewerber für euch. Einmal der Mercedes EQV, dann von Nissan der ENV 200 und 2021 kommt noch der Fortuneo BEV, auch ein batterieelektrischer Van. Dazu gibt es noch die Konzerngeschwisterchen, der Peugeot e-Traveler und der Citroën e-Space Tourer. Der Opel Zafira Live wurde als Nachfolger des Opel Vivaro und des Opel Zafira C im Januar 2019 in Brüssel erstmals vorgestellt. Den Zafira E präsentierte Opel erstmals im Juni 2020. Der Zafira E Live wird in Frankreich, England und Russland gebaut. Beim Euro-NCAP Crashtest hat er alle 5 Sterne bekommen, allerdings als Konzerngeschwisterchen mit fossilem Antrieb. Opel bietet den Zafira E Live zu einem Basislistenpreis von 53.800 Euro an. Wir haben aber das Jahr 2020. Die Bundesregierung gibt eine ordentliche Prämie für Elektrofahrzeuge und somit ist der Opel Zafira E in der Größe M in der Basisausstattung schon zu einem Preis von 45.825 Euro zu haben. Unser Testwagen, den ich euch heute vorstelle hingegen, das ist das Fahrzeug in der Länge M, in der Ausstattungslinie Elegance mit noch ein paar Optionen, wobei das eigentlich schon fast ein Vollausstatter ist. Der hat einen Listenpreis von 71.770 Euro und den Wagen habe ich natürlich für euch konfiguriert bzw. die Konfiguration auf unserer Homepage abgelegt. Den Link zur Homepage, den findet ihr unten im Videobeschreibungstext, direkt darüber den Link zu unserem Partner leasingmarkt.de. Wenn ihr da draußen ein Auto leasen wollt, egal ob gewerblich oder privat, schaut auf jeden Fall mal bei leasingmarkt.de vorbei. Die haben nämlich immer Top-Angebote. Leasing-Angebote natürlich. Der 2020 Opel Zafira E Live M Elegance mit dem 75 Kilowattstunden Akku-Pack hat natürlich einen Elektroantrieb unter der Haube. Der leistet 100 kW, für die älteren Herrschaften 136 PS und hat ein maximales Drehmoment von 260 Newtonmeter. Im Fahrmodus Normal reduziert sich die Leistung und das Drehmoment auf 80 kW, sprich 108 PS und 210 Newtonmeter. Im Fahrmodus Eco sind es noch 60 kW, sprich 82 PS und 190 Newtonmeter. Geschaltet wird gar nicht, denn der Automatik-Elektroantrieb kommt mit fester Getriebeübersetzung. Der Zafira E hat stets Frontantrieb. Unser Testwagen beschleunigt von 0 auf 100 in 13,3 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 130 km/h abgeriegelt. Der Durchschnittsverbrauch laut Hersteller beträgt 27,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer bei einem CO2-Ausstoß von 0 Gramm pro Kilometer. Das sind WLTP-Werte. Somit ergibt sich bei vollgeladenem 75 Kilowattstunden Akku eine Reichweite von 330 Kilometer nach WLTP. Im City-Zyklus kommt man gar auf 477 Kilometer Reichweite. Optional kann man den Opel Zafira Live auch noch mit 5 Dieselmotorisierungen bestellen. Ob nun Diesel oder Elektro, Opel bietet den Zafira Live in 4 Ausstattungslinien an. Uns haben sie den Zafira E Live in der höchsten Ausstattungslinie, die nennt sich Elegance, zur Verfügung gestellt. In der Basis kommt das Fahrzeug noch mit Halogenscheinwerfern und LED-Tagverlicht. Beim Elegance sind aber die Xenon-Scheinwerfer mit LED-Tagverlicht serienmäßig mit dabei. Und unser Fahrzeug hat dann auch noch die Nebelscheinwerfer, die ihr unten seht. Opel bietet den Zafira E-Live mit 2 unterschiedlichen Batteriegrößen an. Einmal 50 Kilowattstunden, einmal 75 Kilowattstunden. Die beiden trennen 6.000 Euro und 100 Kilometer Reichweite voneinander. Das Akku-Pack ist im Unterboden verbaut und auch so tief, dass der Schwerpunkt nach unten sinkt, was ja auch gut ist zum Fahren von Van, aber auch, dass der Innenraum nicht davon beeinträchtigt wird. Man hat also genauso viel Platz wie im
Diesel sozusagen. Ja, wenn ich diesen 75 Kilowattstunden Akku aufladen möchte, habe ich hier die Ladebuchse und sehe sofort, aha, ich kann an den Schnelllader bis zu 100 kW kann das Fahrzeug entgegennehmen. Dann wird der Akku von 0 auf 80% in 45 Minuten geladen. Der 50 Kilowattstunden Akku, den kennen wir ja auch aus dem Opel Corsa e, bei dem braucht man nur 30 Minuten. Dazu hat das Fahrzeug serienmäßig einen 11 kW Onboard Loader, das heißt, ich kann auch an der Wallbox Strom nehmen. Da brauche ich 7 Stunden, um den Akku hier voll zu laden, 5 Stunden dann bei der kleineren Batterievariante. Und natürlich kann ich ihn auch an der Haushaltssteckdose laden, ob das Sinn macht oder nicht, sei dahingestellt, dauert dann 4 bis 5 Mal so lange wie an der Wallbox. In der Basis steht der Opel Zafira e-Life auf 16 Zoll Stahlfelgen. Zu unserer Ausstattungslinie Elegance gehören aber genau diese 17 Zoll Alufelgen. An allen Rädern befinden sich übrigens Scheibenbremsen. Die Bodenfreiheit habe ich eben mit 170 mm selbst ausgemessen. Und wer sich fragt, was hier versteckt ist, ja eigentlich der Dieseltank, aber da kein Diesel, so auch kein Tank. Wahrscheinlich wollten sie das Formteil nicht neu pressen und haben das einfach dicht gemacht. Ne? Sieht man aber eben halt. Ja, wer sich gefragt hat, was ist der für ein Depp? Orangene Kappe zu roten Schuhen passt ja gar nicht. Ja, aber es ist die Mischfarbe hier. Ne? Dieses Tourmaline-Orange ist quasi eine Mischung zwischen Orange und Rot, dachte ich mir. Ich hatte nichts anderes mit, lasst mich in Ruhe. Ist jedenfalls eine von 8 Farben, aus denen ihr wählen könnt, wenn ihr euch den Zafira e live konfiguriert. Dazu noch, den Zafira gibt es ja in 3 Längen, genauso auch den Zafira e live. Wir haben also eine kurze Version mit einem kürzeren Radstand. Ich zeige euch hier die Version M, die mittlere Variante mit dem langen Radstand schon. Dann gibt es noch den L mit dem gleichen Radstand, der aber noch ein bisschen länger ist, also ein bisschen mehr Kofferraumvolumen mitbringt. Boah. Natürlich startet das Fahrzeug batterieelektrisch. Wie sollte es auch anders funktionieren? Ne? Es ist ja ein Elektrofahrzeug. Ich muss aber ein bisschen Zeit überbrücken, damit ich hier meine Lichtorgel durchspielen kann. Bisschen enttäuschend an dieser Stelle. Das sind herkömmliche Leuchtmittel, also Glühbirnen in den Rückleuchten. Wir haben hier keine LED-Rückleuchten. Mit der Funkfernbedienung kann ich das Fahrzeug aus der Ferne fern- und entriegeln, auch die Schiebetüren, die beiden elektrischen an beiden Seiten öffnen, alles das hier rüber. Ich brauchte, Ich brauche den Schlüssel aber auch gar nicht, denn ich habe Keyless Entry oder, also die Türen öffnen sich einfach, indem ich an den Griffen ziehe und entriegeln sich dabei auch gleichzeitig. Wir fahren ja hier ein Van, natürlich habe ich dann einen höheren Einstieg und ich steige jetzt auch brav ein. Ich habe hier eine Trittstufe und dann kann ich mich ganz bequem hier auf den Sitz schieben. Das ist also ein höchst komfortabler Einstieg und ich verstehe nicht, warum alle Leute SUV fahren, wenn man da noch Van fahren könnte. Herzlich willkommen im Innenraum hier vom Opel Zafira e live in der Elegance Ausstattungslinie. Schaut einmal in die Konfiguration, das meiste gehört tatsächlich zur Serienausstattung, aber dann wisst ihr, was ihr noch hier zusätzlich bezahlen müsstet. Ich lasse mich nicht lange bitten, fange gleich an mit dem Materialcheck. Der Zafira e kommt ja vom Vivaro, ist also ein Nutzfahrzeug, darum auch hier der eher harte Werkstoff. Überall, wo ich hinklopfe, höre ich harten Kunststoff. Dann haben wir hier eine Applikationsleiste, so gebürstetes Silber und hier drunter dann auch wieder harten Kunststoff. Im Fußraum Teppich und dann grenzt auch gleich der harte Kunststoff an. Ich die Mitte einmal abschwenke, auch hier nur im Sichtfeld harter Kunststoff, nicht mal hochglänzend schwarz, wobei ich dafür dankbar bin. Und dann kann ich euch noch die Sitze zeigen. Hier mit perforierten Leder, ich meine Echtleder in der Sitzfläche und außen ist es dann Kunstleder. Auch in der Tür harter Kunststoff, dann hier wieder dieses gebürstete Alu und der Rest ebenfalls harter Kunststoff. Die A-Säule, die ist mit Stoff bezogen, der gleiche Stoff, der auch den Himmel ziert und da fühle ich auch eine ganz leichte Unterschäumung. Ja, im Prinzip, ob nun bei Mercedes V-Klasse und Vito oder in diesem Fall hier Opel Vivaro und Zafira Life, die stammen nun mal vom gleichen Stamm ab, der Nutzfahrzeuge und somit die Materialien hier auch eher ein bisschen robuster. Den einen stört's, den anderen nicht. Ich zeig's euch eben halt nur. Mache ich weiter mit der Ergonomie. Da sitzt der Startknopf.
Das Auto ist also gestartet. Das Infotainment-System startet noch. Ein 7 Zoll Display, ein Touchscreen. An der Seite jeweils drei Funktionstasten. Und ganz wichtig für mich zumindest, ich habe hier einen Lautstärkeregler. Ich touche hier mal irgendwo hin, damit ihr seht, okay, es ist ein Touchscreen. Daneben an beiden Seiten Lüftungsdüsen. Ich kann die frei verstellen, den Luftstrom aber nicht regeln. Wenn ich die nach innen drücke, dann kommt keine Luft mehr aus den Lüftungsdüsen raus. Das gleiche Prinzip auch bei den äußeren Lüftungsdüsen, allerdings da die Verriegelung nach außen. Unter dem Infotainment-System dann die Steuerung der Klimaanlage hier mit so zwei kleinen Displays. Zwei Klimazonen haben wir, links und rechts. Und die entsprechende Steuerung dazu, nur dass das hier einmal belegt ist. Und ich kann die aber auch wieder ausmachen, die brauchen wir nämlich nicht. Darunter dann die Zentralverriegelung. Ich kann die beiden äußeren Schiebetüren öffnen, elektrisch hier von vorne. Eine Kindersicherung gibt es auch noch. Hier haben wir den Warnblinkschalter. Und dann, das ist ein bisschen ungewöhnlicher, auch ganz lustig, die Automatiksteuerung, Shift by Wire ist klar, also in Drive oder in Reverse oder auch in Neutral, na, komm. Dazu noch der Brake-Modus, der Batteriemodus, also dass ich stärker rekuperiere und P, das beides sind Druckschalter und hier habe ich im Prinzip eine Wippe, um die Fahrprogramme einzustellen. Und hier habe ich dann noch die Möglichkeit zwischen Eco, Normal und Sport bzw. Power zu schalten. Was dann aber auch direkt einen Einfluss auf die Leistung des Motors hat, in Power die vollen 100 kW, in Normal 80 kW und in Eco 60 kW. Im Übrigen, der Eco-Modus ist automatisch aktiviert, wenn ich das Fahrzeug starte. Ja, dann hier neben dem Sitz finde ich irgendwie ganz lässig die Feststellbremse. Das ist irgendwie ganz cool gemacht. Ich finde es zumindest cool. Ich kann es eigentlich nicht mal sagen, warum, aber ich finde es cool. Dann haben wir hier ein Multifunktionslenkrad am Start. Dieses kann ich manuell verstellen. Und das hier ist der komplette Radius, den ich euch einmal demonstriere. So wie ich jetzt sitze, sehe ich stets das komplette Cockpit. Nichts wird verdeckt, was wichtig ist. Aber das ist die gute Einstellung für mich hier. Die Tastenbelegung des Lenkrads, hierüber steuere ich den Bordcomputer, Plus und Minus ist die Lautstärke vom Infotainment-System und muten kann ich es auch noch. Und an der rechten Seite habe ich dann weitere Elemente, um das Infotainment-System hier zu bedienen. An der Lenksäule rechts der Scheibenwischerschalter für die Scheibenwischer vorne und hinten. An der Lenksäule links dann einmal der Lichtschalter als solcher. Dazu habe ich hier noch Nebelschlussleuchten und Nebelscheinwerfer, die ich schalten kann. Und ich habe die Möglichkeit zu blinken natürlich und Lichthupe bzw. Fernlicht zu geben. Rechts am Taster kann ich auch noch durch den Bordcomputer durchschalten. Links kann ich dann die Spracherkennung nochmal aktivieren und im unteren Bereich habe ich den Regler für den Tempomaten bzw. kann hier zwischen Speedlimiter und Tempomat umschalten. Links neben dem Lenkrad habe ich noch die Steuerung für das Head-Up-Display und die Höhenverstellung der Xenon-Scheinwerfer. Und hier in der Erweiterung der Armlehne quasi die beiden elektrischen Fensterheber vorne und dann noch die Spiegelverstellung. Die Spiegel kann ich allerdings nicht elektrisch anklappen. Ja, ich mit meinen 1,80 Meter sitze hier sehr bequem. Ich presse mich mal in den Sitz. Zwischen meinem Kopf und die Decke passen mehr als eine aufgestellte Faust. Der Sitz ist in der tiefsten Position eingestellt. Ich habe hier in dem Fahrzeug elektrische Sitzverstellung für die beiden vorderen Sitze. Ich kann den Sitz also im Ganzen hoch und runter fahren, wobei er sich dann auch so ein bisschen mitneigt, habe ich so das Gefühl. Dazu natürlich vor- und zurückstellen und die Lehne kann ich entsprechend verstellen. Die Kopfstütze, die muss ich allerdings manuell nach oben ziehen. Ja, beledert sind die Sitze, habe ich euch schon gesagt. Unsere Probefahrt bisher nur 8 Kilometer lang. Somit kann ich noch nichts über den Langzeitkomfort sagen. Aber so der erste Eindruck der Sitze, die sind schon ziemlich klasse. Ich habe auch sowohl für den Beifahrer als auch für den Fahrer Armlehnen in der Innenseite, außen leider nicht. Und die kann ich dann auch noch so hier über so ein Raster, so eine Rastermetrik einstellen. Dazu habe ich hier noch eine dreistufige Sitzheizung. Bei dem Wetter teste ich die nicht aus, aber
aber beim letzten Saphira war die schon sehr ordentlich. Und die Sitze kommen auch noch mit einer Massagefunktion. Massage kann ich hier einstellen, die hier die Intensität regeln. Und das ist dann die Einstellung für die Lordosestütze. Die kann ich nur rein- und rausfahren. Und die Massagefunktion bedient auch nur dieses Luftkissen der Lordosefunktion. Dann starte ich einmal das Auto nochmal. Dann habt ihr hier die Start-up-Sequenz. Das Ganze einmal in Ansicht. Wir haben hier also kein digitales Cockpit, sondern quasi klassische Rundinstrumente, so klassisch die eben sein können beim Elektrofahrzeug. Der Wagen ist ja schon bei 130 abgeriegelt. Warum der Tacho bis 180 geht, man weiß es nicht. Auf der anderen Seite der Effizienzmesser. Wir verbrauchen gerade keinen Strom, wir laden auch nicht. Das wird hier entsprechend angepasst und man kann dann immer sehen, dass man effizient fährt. Im oberen Bereich habe ich dann rechts die Batterieanzeige und links die, weiß ich nicht, muss ich nachreichen. Tut mir leid. Darunter auf jeden Fall der Bordcomputer. Den kenne ich. Ich habe gerade das Programm Park aktiviert. Ich schalte mal in Drive. Es gibt ja nur einen Gang, da kann er mir also nichts anderes anzeigen. Und dazu noch das erkannte Tempolimit, die Einstellung vom Tempomaten, unten die Restreichweite mit der Akkufüllung und 1257 Kilometer ist das Fahrzeug schon gefahren. Jetzt spiele ich mal hier mit dieser Config-Taste und rolle die einmal durch. Haben also zwei Bordcomputer, Verkehrszeichenerkennung, Stromverbrauch, also momentaner Stromverbrauch und ich kann es auch ausschalten. Dazu noch das Schaubild, wie der Stromfluss gerade ist. Ja, und das war's auch schon. Dazu kommt das Fahrzeug noch mit einem Head-Up-Display, so ein kleines Schirmchen, was hoch und runter fährt. Da wird mir das Tempolimit angezeigt, die Geschwindigkeit und auch der Tempomat meldet sich. Wenn ich das Fahrzeug dann ausschalte, dann fährt dieses Schirmchen auch ein. Dann mache ich weiter mit dem Schulterblick an der B-Säule, kann ich vorbeisehen und unsere Sachen begutachten. Die A-Säulen, alles andere als zierlich. Gestern habe ich noch mit dem Opel Manta A gesessen, das waren zierliche A-Säulen. Da seid ihr, hallo. Jetzt müsste ich einmal zumindest, harter Schnitt, musste die Tür erst schließen. B-Säule okay, C-Säule okay. Mensch, so ein guter aussehender junger Mann. Der erzeugt aber nicht den toten Winkel da hinten, sondern das macht die ABCD-Säule auf jeden Fall. Da haben wir auf jeden Fall einen toten Winkel. Und da hinten an der Scheibe ist das Fahrzeug dann aber auch schon zu Ende. Bevor ich den Schulterblick ausführe, gucke ich natürlich in den Spiegel und kann dann somit den toten Winkel da hinten aufheben. Die Spiegelfläche ist wirklich angenehm groß, da hat man eine gute Sicht nach hinten, selbst wenn man mit geöffneter Schiebetür fahren würde. Ein Blick in den Rückspiegel und ich sehe die komplette Heckscheibe, die allerdings durch die Kopfstützen der letzten Sitzreihe ein bisschen eingeschränkt ist, die Sicht. Und dann habe ich hier noch so einen kleinen Kinderspiegel quasi und kann ganz genau sehen, ob der Alex arbeitet, wie es gedacht ist, oder einfach nur rumhängt. Unser Fahrzeug kommt dann auch noch mit einer Rückfahrkamera, also die sogenannte 180-Grad-Kamera, wie PSA die nennt. Ich weiß nicht, warum und wofür das gut ist, dass sich das Bild hier auf der rechten Seite noch aufbaut. Vielleicht, wenn man wieder vorwärts rausfahren möchte. Die Linien lenken auf jeden Fall mit. Das Piepen ist ein bisschen nervig, aber so gedacht, weil ich ja batterieelektrisch unterwegs bin. Und wenn ich nach vorne fahre, bleibt das Bild mir auch noch einen Augenblick erhalten. Gut, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist natürlich der Hupencheck. So hört sich die Hupe an. Elektrisch natürlich, im Saphira E. Hahaha. Ja, dann bin ich auch schon wieder zurück aus der Werbepause sozusagen, um euch den Innenraum zu präsentieren in Sachen Ablageflächen. Und das mache ich jetzt auch. Ich fange ja wie immer an mit den Türtaschen und hier habe ich auch wie immer den halben Liter Y-Food dabei. Y-Food, unser Partner, das ist eine Trinkmahlzeit. Ausgewogen sagt Y-Food, weil 500 Milliliter haben 500 Kalorien. Ich finde es ganz praktisch, weil mich macht das 4 Stunden satt und ersetzt dann quasi einen Stopp beim Fastfood-Laden, wo ich immer weit mehr Kalorien auf mich nehmen müsste. Die nehme ich ja immer als Referenzflasche und sie sieht da schon sehr verloren aus.
lustigerweise, heute habe ich noch ein bisschen mehr Wasser dabei, weil es so heiß ist. Auch eine Literflasche passt hier ganz bequem rein. Und ihr seht schon, wenn man das alles hier zusammenrückt, hier ist mehr als genug Platz. Dazu haben wir in der Tür hier unten auch noch ein Fach. Da komme ich allerdings nicht ran, wenn die Tür geschlossen ist. Und hier hinten auch noch eine kleine Ablage. Dann im oberen Bereich auch noch so eine schmale Ablage. Habe ich einen Autoschlüssel und eine Maske drin. Und hier ganz oben die Griffschale. Zwar nicht rutschfest ausgekleidet, aber die könnte ich natürlich auch noch als Ablage nutzen. Weiter geht's hier im oberen Bereich. Auch hier eine Y-Food-Flasche. Allerdings ist eine kleinere Größe. 330 Milliliter soll heißen 330 Kalorien. Den halben Liter muss ich hier schon reindrücken. Dann sitzt er aber auch ziemlich fest und ich kriege ihn halt kaum wieder raus. Die kleinere Flasche, die 033, die kippelt dafür hier so ein bisschen. Ne? Also so eine Zwischengröße ist das halt. Aber das würde schon passen, meiner Meinung nach. Ja, ein Stück weiter geschwenkt habe ich dann hier ein Fach. Kann man reingucken. Das ist mit Filz ausgekleidet. Vielleicht mal so als Größenmaß. Die kleine Flasche hier nochmal reingelegt und kriege die große da vielleicht auch noch zu. Ja, kann ich sogar zumachen. Das Fach hier. Dann weiter runter geschwenkt habe ich eine kleine Ablage einmal hier neben dem 12-Volt-Anschluss. Und da habe ich auch noch den USB-Anschluss, der sich dann mit dem System verbindet. Hier die Ablage nicht rutschfest, aber groß genug und auch mit einer kleinen Kante, dass ich mein iPhone 11 Pro Max, das man als Größenangabe hier bequem ablegen kann. Und hier im vorderen Bereich noch einen Stifterhalter. Und hier an der Seite vom Fahrersitz habe ich auch noch eine kleine Netztasche. Dann haben wir zwei Handschuhfächer. Einmal hier Fach 1. Und ich finde das eigentlich zur Visualisierung eigentlich ganz hübsch, damit ihr mal so ein ungefähres Bild habt. Das geht aber noch ein bisschen tiefer rein in das Handschuhfach, das obere. Und das untere Handschuhfach, da haben wir dann tatsächlich das Bordmaterial. Und auch da geht es ganz schön tief rein. Hier die Mappe. Kann ich bis da hinten hinschieben. Hier auch die Deaktivierung des Airbags und einen 12-Volt-Anschluss habe ich hier auch noch. Das obere Handschuhfach ist beleuchtet im Vergleich zum unteren und auch klimatisierbar. Hier das Drehrad, das kann ich also auch mit der Klimaanlage runterkühlen. In den Sonnenblenden habe ich Make-up-Spiegel, die von beiden Seiten mit Lämplein beleuchtet sind. Daneben noch ein Clip für die Rettungskarte. Oder Parktickets. Die Sonnenblende kann ich auch zur Seite drehen. Ihr seht aber selbst, hier können von der Seite noch Sonne einfallen und ich kann sie auch nicht nach hinten ausziehen. In der Dachkonsole haben wir Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer. Das Ganze in LED. Und dann hier noch die Innenbeleuchtung, auch ebenfalls eine LED-Leuchte. Dazu noch der SOS-Knopf und der Service-Knopf. Gut, jetzt möchte ich euch noch einmal kurz das Infotainment-System zeigen, zumindest sehr rudimentär die wichtigsten Funktionen. Dazu habe ich zuerst mein iPhone per Kabel mit dem System verbunden und bekomme hier auch sofort Apple CarPlay kredenzt. Wenn ihr ein Android-Handy habt, dann gibt es halt Android Auto. Hier habe ich die Einstellung vom Fahrzeug, die ich hier steuern kann. Dann das Radio bzw. Medien hier, Band DAB, kann ich umschalten in FM und DAB halt. Ich habe eine Favoritenliste, ich kann mir aber auch die ganzen Sender als Liste anzeigen lassen. Radio Darmstadt finde ich jetzt zum Beispiel toll und dann drücke ich hier einmal und dann wird das auch als Favorit abgespeichert. Dazu noch der Punkt Medien. Radio seht ihr dann hier ausgegraut, Bluetooth, USB und Apple CarPlay. Aber das hatten wir ja gerade schon. Dann die Navigation. Hier kann ich jetzt also eingeben per Suche. Ich will also in die Wärterstraße mit der Hausnummer 42 in der wunderschönen Stadt, nicht N, sondern Bielefeld. Da oben ist es schon, nicht Bielefeld, hat er gefunden. Und dann sage ich hier mit dem Häkchen, da soll es hingehen. Okay, bla bla bla. Er fängt an zu rechnen. Und sagt mir jetzt 343 Kilometer, 17.22 Uhr wäre ich dann zu Hause und lässt aber irgendwie aus, dass mein Akku gar nicht so weit reicht, ne? Gut,
Ist dann halt so. Hier kann ich noch rein und raus zoomen, das Ganze aber auch wieder in den Automodus setzen. Und wenn ich das Ganze abbrechen möchte, einmal hier drauf Zielführung beenden. Jetzt hatte ich ja mehrere Möglichkeiten, die Spracherkennung zu aktivieren. Bitte sprechen Sie nach dem Signalton. Fahre mich zu Adresse Wertherstraße 42 Bielefeld. Wohin möchten Sie navigieren? Bitte nennen Sie eine Zeile. Zeile 1. Zeile 1. Route zu Wertherstraße 42, Bielefeld, wird berechnet. Ja, und dann geht das wieder seinen Gang und ich kann das Ganze auch deaktivieren. Hier haben wir noch einen Knopf mit dem Blitz, also Stromfluss, Statistiken dazu. Und hier kann ich dann die Ladung auch noch timen. Das könnte ich noch viel besser machen mit der entsprechenden Smartphone-App, die es dazu gibt, die ich aber nicht so schnell mit dem Auto verbunden kriege, weil der Hersteller da ja sagt, ne, musst du dich auch authentifizieren. Hier bei den Medien haben wir natürlich noch die Audio-Einstellung in dreistufigen Equalizer und wenn ich möchte auch noch eine Loudness-Taste, dazu natürlich ein Fader und ja, andere Einstellungen. Das wollte ich zumindest kurz erwähnt haben, um euch zu sagen, wir haben ja hier kein Premium-Soundsystem, sondern es ist ein Standardsystem, schon das gehobene Standardsystem, wenn ich es richtig gelesen habe in der Konfiguration. Der Klang ist okay, das Schöne ist ja, man fährt eh nicht besonders schnell, das kann also gar nicht laut werden, zumal wir batterieelektrisch unterwegs sind. Die Differenzierung zwischen Höhen und Mitten fehlt mir ein bisschen, gerade wenn man lauter hört, dafür ist der Bass relativ potent, wenn auch nicht hier mit einem großen Subwoofer gearbeitet wird. In der Ausstattungslinie Elegance gibt es elektrische Schiebetüren an beiden Seiten serienmäßig und als Option kann man die Bestuhlung auch zwei Sitze vorne, zwei Sitze in der zweiten Sitzreihe und dann eine Rücksitzbank in der letzten Sitzreihe wählen. Genauso ist unser Fahrzeug konfiguriert. Allerdings muss ich den Sitz mal ein Stück nach hinten schieben, damit ich hier auch bequem einsteigen kann. Also haben wir ein bisschen eng, genauso wie vorne. Wir haben hier die Trittstufe. Und ich kann jetzt eigentlich auch noch mal ein bisschen weiter nach vorne rücken. Ja, so sitze ich hier sehr bequem. Und auf Knopfdruck schließt sich die Tür auch wieder. Ja, und so sitze ich hier in der zweiten Sitzreihe, wobei ich da natürlich höchst flexibel bin, hatte ich euch eben schon gezeigt. Ich kann den Sitz vor- und zurückschieben und ich kann ihn auch ganz einfach ausbauen und hätte dann noch mehr Platz mit einer zweiten Sitzreihenbank, wenn ich hier keine volle Bestuhlung gebrauche. Dazu kann ich den Sitz umlegen, das hatte ich euch auch schon gezeigt. Mit der gleichen Funktion kann ich den aber auch nochmal in so eine Launch-Position bringen. Ne? Hier launch ich. Oder halt ganz aufrecht, so wie ich normalerweise sitze. Launchstich gefällt mir fast ein bisschen besser. Die Kopfstützen kann ich natürlich auch ausziehen, wenn ich möchte. Und sitze hier schon sehr bequem. Die Füße kann ich nicht unter den Fahrersitz schieben, weil da irgendwas vorsitzt. Das stört mich aber nicht, denn ich habe ja hier auch so genug Beinfreiheit. Ich hätte sogar noch genug Platz, noch weiter nach vorne zu rücken. Aber so sitze ich hier schon bequem. Dazu habe ich auch noch die Möglichkeit, die Beine hier in den Zwischenraum zwischen Fahrer und Beifahrer zu bringen. Ja. Wir haben hier das Glas-Panoramadach mit an Bord. Das kann ich verdunkeln. Aber Sonne kommt trotzdem noch durch. Also es wird nicht 100% verdunkelt, sondern quasi nur ein kleiner Schutz drüber gefahren. Aber so habe ich natürlich noch deutlich mehr Licht im Innenraum. Ja, und obwohl ich diesen Schutz halt habe, bekomme ich hier mit meinen 1,80 Meter mehr als eine Faust zwischen meinem Kopf und den Himmel. Ich mich hier vielleicht so rübersetze, ja, auch da noch in diesen Zwischenbalken hier. Dann können wir uns gleich die Ausstattung mal ansehen. Hier in der Tür habe ich noch, obwohl die Fenster eh schon getönt sind, sieht man hier in dem Vergleich, die Möglichkeit, ein Sonnenrollo einzuhängen. Dann habe ich noch mehr Privatsphäre oder Sonnenschutz. Na, aussehen geht es natürlich auch. Und ich habe hier unten auch noch ein klitzekleines Fach.
Da würde aber sogar der halbe Liter Y-Food noch reinpassen. Die Türen kann ich hier entweder mit der Hand öffnen oder halt per Knopf. Die öffnen sich dann ja auch elektrisch. An der Rückseite der Vordersitze habe ich hier einmal eine Netztasche und hier oben auch noch ein Tischlein mit einem Getränkehalter. Und da passt auch wieder der halbe Liter rein. Wackelt zwar ein bisschen, das passt aber schon. Dazu gibt es hier auch noch ein Gummiband. Wenn man sagt, Mensch, ich möchte aber nicht so, dass das hin und her wackelt, kann ich dann auch hier was festklemmen quasi. An der Seite habe ich einen Haltegriff mit einem Kleiderhaken und dazu auch noch eine Klappe, um hier Gepäcksicherungsnetze einzuhängen. Und in der Dachkonsole habe ich hier einmal hinten auch nochmal die Möglichkeit, das Klima zu regeln. Dazu dann auch noch Leseleuchten und Innenbeleuchtung des Autos jetzt nicht an, darum gehen die auch nicht an. Aber es ist ja genau das gleiche wie vorne. Und dann habe ich hier noch zwei Luftausströmer. Mit den Luftausströmern ist auch lustig, denn ich habe nicht nur zwei, sondern 4 und 6. Das heißt, für 2 Sitzreihen 6 Ausströmer. Unter dem Beifahrersitz habe ich hier noch eine 220-Volt-Steckdose. Na, kann man die besser sehen? So. Ja, im Prinzip bleibt mir dann nur noch zu sagen, dass ich hier auch Armlehnen habe. Sogar 2 Stück, also an jeder Seite ein. Das sind so die komfortablen Sitze. Diese Sitzkonfiguration ist aber optional, lustigerweise. Also wenn du hier eine Sitzbank reinsetzt, ist es preiswerter, als wenn du die beiden Einzelsitze nimmst. Ja, und wie komme ich jetzt in die 3. Sitzreihe? Dafür habe ich hier ein Hebelchen an beiden Seiten und lege den Sitz einfach nur um. Ich könnte ihn natürlich auch ganz einfach nach vorne rollen, möchte ich aber nicht, damit ich hier den gleichen Sitzabstand habe. Im Übrigen, so als kleinen Spoiler schon mal, auch die hintere Rücksitzbank kann man bewegen. Jetzt stelle ich den Sitz wieder auf. Ja, sehr gut. Auch hier kann ich sitzen, komme allerdings nicht mehr an die Türverriegelungen dran. Ja, und so sitze ich in der 3. Sitzreihe. Der Sitz hier ist immer noch so eingestellt, wie ich das eben hatte. Darum habe ich hier hinten ein bisschen weniger Beinfreiheit als vorne. Ich hätte aber auch noch ein bisschen nach vorne rutschen können. So stoße ich ein bisschen an den Sitz. Ja, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich dem Vordermann meine Knie in den Rücken rammen kann. Rammen kann vor allen Dingen, Jan. Die Sitze hier hinten ist eine 2er-Sitzbank auf meiner Seite, dann nochmal ein Einzelsitz. Und die kann ich halt auch hin und her fahren. Dazu habe ich auch das gleiche Hebelchen wieder und kann auch hier das Ganze in eine Launch-Position bringen, die Sitze, wenn ich denn möchte. Und natürlich kann ich genauso hier auch wieder die Kopfstütze ausfahren. Auch hier hinten habe ich oben wieder einen Haltegriff mit Kleiderhaken, unten dann einen 12-Volt-Anschluss und einen Getränkehalter, wo hier der halbe Liter auch wieder gut drin sitzt. Ne, hier kann er auf keinen Fall rauskippeln. An der Rückseite der 2. Sitzreihe habe ich dann so Dokumententaschen, wo ich irgendwas einstecken könnte. Und ich habe auch hier hinten für die 3. Sitzreihe 2 Leseleuchten und eine Einstiegsbeleuchtung. Und vielleicht dann nochmal der Blick hier nach vorne. Hilft mir nicht ganz so, ein bisschen nach oben kann ich gucken durch dieses Panoramaglasdach, was ja hier durch diese beiden länglichen Fenster realisiert worden ist. Ja, eine Sache sollten wir noch prüfen. Ich sehe hier 3 Isofix-Halterungen, also müsste ich auch mit 3 Personen hier hinten sitzen können. Und das sieht in der Tat so aus, dass das wird wahrscheinlich, wenn die meine Statur haben, im oberen Bereich an den Schultern ein bisschen kuschelig. Aber man kann hier durchaus zu 3 sitzen, auch als Erwachsener. In der 2. Sitzreihe, die beiden Einzelsitze, da sind die Sitze ja direkt am Sitz, die Gurte am Sitz festgemacht. Wir haben aber auch feste Gurtpeitschen. Gurtlänge könnte für meinen Geschmack noch ein bisschen länger sein. Es sollte aber kein Problem sein, hier Babyschalen und Kindersitze anzuschnallen. Das Schöne hier hinten ist natürlich, dass man durch die Schiebetüren richtig schön viel frische Luft kriegt. Nein, aber auch die Kindersitze ganz einfach einladen kann. An den Einzelsitzen haben wir auch Isofix-Halterung. Vorne den Airbag kann ich im Handschuhfach deaktivieren. Allerdings habe ich keine Isofix-Halterung auf dem Beifahrersitz. In der 3. Sitzreihe scheinen mir doch die Gurte deutlich länger. Das Beladen geht ähnlich einfach, weil ich ja die vordersten Sitze umklappen und nach vorne schieben kann. Dazu habe ich Isofix-Halterung auf allen 3 Sitzplätzen hier hinten.
Beim Saphira E gibt es ja die Möglichkeit, hier die Heckscheibe zu öffnen. Das ist optional. Bei unserem Fahrzeug aber serienmäßig dabei, kann ich schnell was drauf rausgreifen oder den Kindern eben auf den Kopf tätscheln. Ist immer dann ganz praktisch, wenn man halt nicht die ganze Heckklappe öffnen möchte. Da habe ich den Taster hier unten und die öffnet sich aber sehr einfach. Also die Gasdruckdämpfer machen wirklich einen guten Job und ich kann mich ein bisschen in den Schatten stellen. Das Kofferraumvolumen vom 2020 Opel Zafira E Life beträgt 600 Liter. Baut man alle Sitze um, dann hat man hier ein Stauvolumen von 4200 Litern. Dann präsentiere ich euch auch gerne nochmal den Kofferraum selbst. Also es ist wie gesagt sehr variabel, das ganze System. Links und rechts, also rechts und links haben wir Beleuchtung. Dann gibt es hier hinten Zurösen. Eigentlich raus, die so ein bisschen eingelassen sind. Und wir haben hier auch noch so eine Mini-Hubablage, hoppla, die natürlich Sinn macht, weil man das Fensterchen da ja oben aufmachen kann. Ja, und im Prinzip war es das jetzt auch schon. Den Rest habe ich euch ja schon in der hinteren Sitzreihe gezeigt. Was jetzt aber durchaus möglich ist, ich kann auch von hinten hier diese Lasche lösen und dann die Sitze quasi variabel verschieben. Allerdings sind da so Stopper drin, weiter nach vorne als so bekomme ich den Sitz nicht geschoben, auch wenn zwischen den Sitzen hier noch ordentlich Platz ist. Wo ich gerade hier stehe, hier am äußeren Ende, habe ich dann auch nochmal eine Zuröse zum Gegenzurren. Wenn ich den Sitz umgeklappt habe, hat diese rote Lasche noch eine weitere Funktion. Wenn ich dann nämlich dran ziehe, dann kann ich den ganzen Sitz rausnehmen. Und das Ausbauen der Sitze, das habe ich euch schon mal präsentiert, als ich den normalen Saphira live gefahren bin. Das Video habe ich unten auch nochmal verlinkt im Videobeschreibungstext, dann könnt ihr euch das nochmal angucken gerne. Ja, mit dieser Lasche jetzt, aber irgendwie einfacher geht es an der Haube selbst zu drücken. Was ich euch sagen will, ist eigentlich 960 Kilogramm darf ich zuladen. Eine Dachlast ist für das elektrische Fahrzeug nicht vorgesehen, wohl aber eine Anhängerkupplung. Die hat eine Stützlast von 60 Kilogramm, mit der darf ich Anhänger mit einem Gesamtgewicht von einer Tonne ziehen. Aber immerhin, wenn der Anhänger eine Bremsanlage hat, hat er keine, dann ist man reduziert auf das übliche Zuggewicht von 750 Kilogramm. Ja, herzlich willkommen zu meinem Fahreindruck hier mit dem Opel Zafira E Life. In der Größe M und der Ausstattungslinie Elegance mit der großen, mit dem großen Akku, also den 75 Kilowattstunden. Ich bin in Rüsselsheim unterwegs, sprich keine Kraxer Straße und ich weiß auch nicht, wo ich hier ordentlich drehen soll, zumal ich einen Wendekreis von 12,6 Meter habe und ja. Da muss man eh so ein bisschen rangieren hin und her. Ich finde den Wagen aber recht übersichtlich und dank der großen Spiegel auch zum Rangieren sehr angenehm. Davon abgesehen haben wir auch noch die Rückfahrkamera. Am Lenkrad drehen kann ich aber einmal, fast zweimal, also vier Lenkradumdrehungen von Lenkanschlag zu Lenkanschlag. Wir haben vor allen Dingen, ne? Also das Fahrzeug hat ja eine Automatik quasi. Ich schalte nur um zwischen vorwärts und rückwärts. Dazu habe ich noch einen Knopf B. Das heißt halt, soll er rekuperieren, wenn ich vom Gas gehe oder nicht. Ich lasse das B mal weg, er rollt weiter. Ich setze das B rein, jetzt nochmal ein bisschen Fahrt aufnehmen und er geht sofort in den Charge-Modus rein. Also er rekuperiert dann. Dazu habe ich noch drei Fahrmodi, Eco, Normal und Power. Ich will mich nicht groß wiederholen, aber bei Eco ist die Leistung von 100 auf 60 kW gedrosselt. Habe ich also statt 136 nur noch 80 PS, 82. Und trotzdem ist das der Modus, der beim Anschalten auch aktiv ist. Macht meiner Meinung nach auch Sinn, gerade im urbanen Umfeld brauchst du gar nicht diese 136 PS Leistung, obwohl das Fahrzeug halt trocken 2,1 Tonnen wiegt. Aber man kommt gut voran und gerade im Stadtverkehr fährst du ja eh nicht schneller. Das haben wir ja jüngst erst mit dem Citroën Ami gemerkt. Gut, ab geht's auf die Straße. Den Saphira bin ich ja jetzt schon gefahren, den Saphira Live als Saphira Live und als Crosscamp und rein vom Fahrgefühl sehr Pkw-mäßig. Also
ja, du fährst ihn quasi wie ein Pkw. Du bist ja zwar bewusst, du fährst ein etwas größeres, gerade längeres Auto, aber das ist alles noch relativ einfach zu handeln. Die Langversion entspricht dann ja so ein bisschen meinem CNG-Kastenwagen. Da muss man dann schon ein bisschen mehr gucken, aber gerade S und M kann man auch ganz locker ohne Bus-Erfahrung steuern. Zwar hier kein Tunnel, aber so leicht schattig und man erkennt, glaube ich, ansatzweise, dass die Schalter im Fahrzeug auch weiß Hintergrund beleuchtet sind. So, hier ist jetzt 100. Ich beschleunige einmal durch. Leider wird mir die Geschwindigkeit nicht digital angezeigt, sondern nur im Head-Up-Display, was ihr jetzt nicht sehen könnt. Da habe ich die 100 aber auch schon erreicht. Unter Laborbedingungen im Idealfall im Sportprogramm von 0 auf 100 in 13,3 Sekunden. Ich gehe aber sofort wieder zurück ins Eco-Programm. So, jetzt kann ich euch zumindest mal den Momentanverbrauch anzeigen im Display unten. Übrigens, der Unterschied zwischen Eco-Programm am Fahrpedal und Power ist schon erheblich. Also wenn ich bei Power das Fahrpedal auch nur antippe, dann geht es richtig flott voran. Schalte ich zurück in Eco, dann ist alles erstmal ein bisschen gemächlicher. Und beim ersten Einsteigen, wenn ihr so eine Probefahrt macht, bitte nicht traurig sein oder enttäuscht sein. So von wegen, der hat ja gar keine Leistung, weil ihr in der Regel im Eco-Programm eure Probefahrt beginnen werdet. Ihr müsst dann wirklich in Power schalten, um die volle Leistung zu haben. Ja, was das Fahrwerk angeht, die Straße ist hier gar nicht so toll, wie sie aussieht. Ich höre das durchaus, ich spüre es aber auf keinen Fall im Sitz. Entgegen den normalen Vorbehalten, dass so ein Fahrzeug ja oft, batterieelektrische Fahrzeuge gerade an der Hinterachse ein bisschen ruppiger sind. Ich stelle hier keinen Unterschied fest zwischen der elektrischen Version und dem Diesel. Vielmehr, ich finde, das ist sogar ein recht komfortables Fahren hier. Und es schaukelt fast ein bisschen. Also es ist so ein bisschen ein Bulli-Gefühl, aber der liegt schon sehr schön auf der Straße, nimmt die Unebenheiten weg. Es ist also durchaus komfortabel. Das Fahrzeug ist ja an allen vier Enden mit Scheibenbremsen bestückt. Im Rahmen meiner kurzen Testfahrt hier hatte ich auch keine Probleme mit den Bremsen. Was aber klar sein sollte, ein Großteil der Zeit lasst ihr eh den Elektromotor für euch bremsen, damit Bremsenergie zurückgewonnen wird. Und das sieht man jetzt unten wie in den Instrumenten. Ich gehe vom Fahrpedal, er geht sofort in den Charge-Modus rein und verzögert das Fahrzeug. Das machen aber jetzt nicht die Bremsen, sondern tatsächlich der Elektromotor, der dadurch dann Energie zurückgewinnt. Ich lasse mich mal auskullern quasi. Und das Fahrzeug geht aber immer wieder ein Stückchen weiter. Er kommt also nicht vollständig zum Stopp. Jetzt schalte ich doch nochmal zurück in Power. Einmal auf die Autobahn. Ein Seitenhalt in den Sitzen. Er ist nicht besonders groß, schon gar nicht im oberen Bereich. Und ich habe auch ein bisschen Muffe einfach hier, mit dem Wagen schneller zu fahren. Der schiebt nämlich schon ein bisschen über die Vorderräder. Also jetzt, ich bin ja langsam gefahren, da schiebt er natürlich noch nicht. Aber man merkt halt dann schon das Gewicht. Habe ich mir die falsche Autobahn ausgesucht. Gegenseite ist frei. Was ich euch aber sagen kann, ich zuckel ja jetzt hier nur mehr hinterm LKW her mit 80. Es ist wirklich eine flüsterleise Fahrt. Ist klar, wir haben ja keinen Verbrenner, aber auch die Abrollgeräusche nehme ich so gut wie gar nicht wahr. Es ist also wirklich angenehm und die vorbeifahrenden Autos, klar höre ich die, aber der Wagen scheint auch sehr gut gedämmt zu sein. Also das ist wirklich angenehm ruhige Fahrt. So, nächste Autobahnauffahrt. Zwischendurch bin ich ein bisschen gefahren, habe gedacht, ich kann jetzt hier nicht so komisch rüberkommen, ich traue mich nicht. Ne? Also 70 km/h, wobei das hier eine sehr langgezogene Kurve ist. Also kannst schon ein bisschen flotter fahren, aber ich meine, warum solltest du? Ne? Es geht, aber ja, jetzt gehe ich aber trotzdem wieder auf die Bremse. Nee, du hast schon ein größeres Auto hier am Start und ach, dann macht er auch Seitenlage. Gut, im Sport bin ich glaube ich noch, also mal voll aufs Gas. Ja, und das ist jetzt volle Beschleunigung hier schon. 100, 110. 120. Ja. Kann ich auch wieder zurückgehen in Eco, auch wenn ich die Höchstgeschwindigkeit jetzt so nicht erreicht habe. Jetzt sind wir bei 100 km/h. Drehzahlmesser gibt es nicht.
27, 24. Er pendelt auch ziemlich mit dem Stromverbrauch. Jetzt geht es hier auch wieder ein bisschen abwärts. Was ich euch sagen kann, ich höre jetzt auch bei 100 so gut wie noch gar keine Windgeräusche. Nein, ich höre keine Windgeräusche. Das sind jetzt 120. Jetzt setzen die Windgeräusche leicht ein. Aber das ist trotzdem noch herrlich ruhig hier im Auto. In Power quasi aus dem Stand, voll aufs Gas. Der zieht schon richtig was weg, ne? Hier ist 70, zack. Das geht schon recht flott im Power-Modus, wie gesagt, im Eco-Modus. Wenn du einen Kickdown ausführst, führt er das natürlich auch aus. Ja, nur mal Ampelstart, ne? Was der kann hier, der 2,1 Tonnen Kerl. In Sport 50, 70. Das reicht doch. Mehr braucht man doch gar nicht unbedingt. Ja, und auch bei zügiger Fahrt auf der Bundesstraße verhalten sich Lenkung und Fahrwerk ordentlich. Also habe ich überhaupt keine Klagen hier. Opel gibt den WLTP-Verbrauch dieses Fahrzeugs mit bis zu 27,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer an. Ich bin jetzt hier gerade mal 38 Kilometer gefahren. Eigentlich ein bisschen schämen für den Fahreindruck, aber komme jetzt hier mit einem Verbrauch von 30,7 raus. Das sind jetzt so wenig Kilometer, dass es eigentlich schon fast gar nicht aussagekräftig ist, weil wenn ich jetzt hier mal fix beschleunigen würde, bin ich wahrscheinlich wieder bei 30,8. Genau, und wenn ich jetzt nochmal auf die Bremse trete und er wieder rekuperiert, bin ich wieder bei 30,7. Hat also nicht viel Aussagekraft, schon gar nicht bei gerade mal 40 Kilometer gefahrener Strecke. Dennoch erlaube ich mir ein Urteil über das Fahrzeug. Ich bin ganz angetan, wie viel Leistung man doch trotzdem, obwohl man jetzt so einen großen Van fährt mit 2,1 Tonnen Gewicht, dass der 136 PS Elektromotor, der 100 kW Elektromotor, trotzdem noch so ein sportliches Anreißen an der Ampel vermitteln kann. Dennoch ist man natürlich besser in Eco aufgehoben, wo man dann schön effizient unterwegs ist. Ja, rundum macht das Fahrzeug erstmal einen guten Eindruck. Das Gewicht, finde ich, spürt man schon. Die Motorisierung hat dem aber durchaus was entgegenzusetzen. Und ich finde das Konzept, einen batterieelektrischen Van zu fahren, richtig klasse. Kommen wir zu den Assistenzsystemen. Ich werde jetzt gleich überholt. Der Totwinkelwarner meldet sich hier im Spiegelsignal allerdings erst, wenn das Fahrzeug schon quasi auf Höhe meines Fahrzeugs ist. Also ich werde nicht gewarnt, wenn aus der Ferne jemand mit hoher Geschwindigkeit angerauscht kommt. Ja, dazu haben wir einen Tempomaten, keinen adaptiven. Ich kann also eine Geschwindigkeit einstellen. Hoppla, ich habe gerade einen Begrenzer drin. Ich kann also eine Geschwindigkeit einstellen. Die wird dann so lange gehalten, bis ich halt auf die Bremse drücke oder den Tempomaten deaktiviere. Dazu habe ich eine Verkehrszeichenerkennung. Jetzt zeigt sie gerade nichts ein, aber das, was ich eben gesehen habe während meiner kurzen Probefahrt, hat auch die Verkehrszeichenerkennung erkannt. Und es soll einen Spurverlassenswarner geben. Der warnt mich aber irgendwie nicht. Also wahrscheinlich stelle ich mich gerade zu dämlich an. Weiß ich nicht. Gut, diese Systeme sind da. Ich möchte eigentlich immer diese vier Systeme haben, allerdings einen adaptiven Tempomaten und einen aktiven Spurhalteassistenten. Hätte dem Auto auch gut gestanden, ist aber nicht verfügbar. Ja Kinder, das war's doch schon wieder. Das war unsere Videokaufberatung zum niegelnagelneuen 2020 Opel Zafira e live. In der Elegance-Ausstattungslinie mit dem großen Akku-Pack. Und zum Ende sage ich ja mal zwei Punkte, die mir negativ aufgefallen sind. Eins ist ganz klar, die Limitierung der Höchstgeschwindigkeit auf 130, auch wenn ich sie heute gar nicht erreicht habe. Aber man wünscht sich ja immer ein bisschen mehr. Ne? 150 wäre doch gut gewesen. Aber hätten sie 150 gemacht, hätte ich wahrscheinlich hier gestanden und gesagt, naja, 170 wäre schön gewesen. Das andere ist die Anhängelast. Schön ist, dass das batterieelektrische Fahrzeug überhaupt was ziehen kann. Aber beim Fahrzeug, was 2,1 Tonnen trocken wiegt, würde ich mir doch ein bisschen mehr Gewicht wünschen, was ich ziehen darf, als nur eine Tonne. Die übrigens auch 8% oder 12%. Und ja, aber es ist, wie es ist und den meisten wird es wahrscheinlich auch reichen. Zwei Punkte, die ich positiv hervorstellen möchte. Einmal, dass ich in dem Zafira E wirklich eine ruhige Fahrt habe. Es ist wirklich Launch-Charakter. Auch von den Abrollgeräuschen bekommst du kaum was mit. Vom Verkehr draußen bekommst du kaum was mit. Man ist schon schön abgekapselt und dieser Vorteil, den das elektrische Fahren bringt, nämlich die Ruhe, spielt das Fahrzeug wirklich voll aus. Ja, und das andere ist halt der Zafira
als solcher, jetzt gar nicht mal auf die Elektrifizierung abgestellt, der ist halt fürchterlich schön, der ist herrlich schön modular mit dem Sitzkonzept. Ich kann alle Sitze rausnehmen, ich kann eine Zweierbestuhlung hinten fahren oder eine Fünfer oder eine Dreier. Ich bin wirklich herrlich flexibel und das finde ich gut, gerade wenn man überlegt, man nimmt noch jemand mit, aber zwei Fahrräder oder so, da kann man sich eine ganze Menge Szenarien ausdenken, die in dem Auto auch wirklich gut funktionieren. Das soll es gewesen sein. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare da draußen. Ich möchte euch noch sagen, dass der Fabian von Autoforie nicht dieses Auto euch vorstellt auf seinem Kanal, sondern die Nutzfahrzeugvariante. Das finde ich auch spannend. Da gibt es Unterschiede. Wer also sagt, Mensch, 70.000 Euro für einen Opel will ich doch nicht ausgeben, guckt bei Fabian vorbei. Der hat das preiswertere Auto, natürlich weniger Ausstattung, aber da kann man Geld sparen. Genauso wie mit dem Akku. Wenn man sagt, Mensch, ich fahre eh nur in der Innenstadt, dann braucht man vielleicht gar nicht die 75 Kilowattstunden, sondern es reichen auch die 50. Wumms, 6.000 Euro gespart. Ja, also, was immer ihr denkt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich freue mich sehr drauf. Ich verabschiede mich jetzt wie immer. Vorher Daumen hoch, freut mich auch. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan.